probiert einfach täglich mal was Neues aus. Hier habe ich 5 verschiedene Sorten von Wildtomaten. Die sind alle reif, auch diese grüne hier, die gehört so. Schmeckt herb aromatisch. Ebenso diese dunkle, lilafarbene, grün gesprenkelte Vanille-Ypsasse. Das da ist wahrscheinlich die Urform der Tomate. Die goldgelbe mit einem sehr milden Geschmack. Und die rote ist ja auch mild, ein bisschen kräftiger als die gelbe. So habt ihr einfach nicht das Gefühl, dass ihr verzichten müsst und dass alles immer weniger ist, sondern es kommt auch etwas dazu, es ist auch etwas mehr. Und die schmecken wirklich wahnsinnig lecker. Ich kann das nur empfehlen, die zu probieren.